Großer Abend in Riva am Gardasee. Mit dem Schiff zum großen Empfang. Der FC Bayern kommt. Neuzugang Dante ganz vorne dabei. Bereits am Mittag waren die Bayern im Trentino angekommen. Schönstes Wetter, beste Bedingungen. Die FC Bayern-Ziele hat er schon verinnerlicht. Die äußeren Voraussetzungen sind nicht schlecht für den Brasilianer. Für Trainer Jupp Heynckes läuft es dagegen schlecht. Zu viel probiert. Aua. Resultat. Muskelfaserriss. Ab zum Doktor. Gott sei Dank muss er nicht mehr spielen. Ganz anders Claudio Pizarro. Nicht nur am Abend stark. Er ist wieder fit und freut sich auf die großen Aufgaben. Das war gut, das war sehr gut. Ich bin mich sehr gefreut, wieder am Platz zu sein. Die Jungs haben gut gearbeitet. Ich glaube, wir sind in einem guten Weg und wir hoffen, können wir eine gute Vorbereitung machen und natürlich fit zu sein für das echte Spiel. Ein super Jahr? Mit 100%. Dann stimmt der Kurs. Knapp einen Monat vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison ist der Kader des FC Bayern München wieder komplett. Zwar kommen gerade jetzt besonders viele Trainingseinheiten und diverse Testspiele auf die Spieler zu, aber zum Auftakt stand zunächst das alljährliche Mannschaftsfotoshooting des FC Bayern München auf dem Programm. Insgesamt 8 Kamerateams und 30 Fotografen waren an die Sebener Straße gekommen, um die seltene Gelegenheit zu nutzen, sämtliche Bayern-Spieler vor die Linse zu bekommen. Allerdings stellte dieser traditionelle Fototermin für die Spieler nur eine kurze Unterbrechung von etwas viel Wichtigerem dar, nämlich einer konzentrierten Vorbereitung auf die neue Saison. Mario. Und Pizarro. 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 Ja, den mag ich. Ey, die dürfen. Boah, geil. Geil. Durch seinen läuferischen Einsatz tat sich keine Lücke auf. Jetzt vielleicht Shaqiri. Und da kommt Pizarro. Das ist ein klasse Tor gewesen. Und wieder ist es Xherdan Shaqiri, der hier eine deutliche Bewerbung auf einen Stammplatz in der Bayern-Mannschaft abgibt. Sein zweiter Treffer, den er vorbereitet. In den Lauf von Pizarro, perfekt. Und der nimmt den Ball mit all seiner Klasse. Super Tor, dieses 0:4. Und alle Treffer von Neuzugängen. Pizarro hatte eine Vergangenheit bei den Bayern, bevor er zum FC Chelsea wechselte, dann über Werder Bremen zurück in die Bundesliga kam und jetzt noch einmal in München gelandet ist.